Eine der wohl schmerzhaftesten Sturzursachen auf dem Motorrad ist wohl der sogenannte Highsider. Jeder von uns fürchtet ihn, jeder von uns hat nicht wirklich Bock auf einen Highsider, denn jeder von uns weiß auch, man kann sich da enorm verletzen. Allein die Bilder, die wir sehen, sind eigentlich schon fast verletzend für unsere Seele und ich möchte jetzt mal einfach behaupten, wir tun alles dafür, um diese Art von Sturz definitiv so gut wie möglich zu vermeiden. Hier in diesem Video geht es um ein paar Tipps, wie man so einen Highsider in manchen Situationen abfangen kann oder zumindest nicht direkt zu stürzen. Ich denke, das funktioniert nicht immer, aber wenn du ein paar von den Dingen weißt, kann es sein, dass du ein paar Risiken definitiv vermeiden könntest. Also bleib dran in dem Video, hier geht es genau um das. Warum passiert ein Highsider überhaupt? Man könnte jetzt sagen, ein paar von euch würden sagen, ja, ist ja wohl klar, ich habe zu viel Gas gegeben. Ja, das ist die einfache Ausführung davon, klar, du hast zu viel Gas gegeben und deswegen ist ein Highsider passiert. Wir müssen aber um ein paar Tipps, damit wir das Ganze umsetzen können und weniger sturzgefährdet sind im Thema Highsider-Gefahr, müssen wir in die Materie ein Ticken weiter genauer eingehen. Es soll jetzt nicht zu nerdig werden, aber es ist ein bisschen Physik, die wir noch machen müssen und ein bisschen vor allem verstehen, was eigentlich genau passiert. Fakt ist, du hast deinen Reifen überfahren. Ich verweise da mal zurück auf ein Video, was ich schon über das Thema Vorderrad, Hinterrad, Limit gemacht habe. Da geht es so ein bisschen um den Campschen Kreis. Der Reifen hat halt nur 100% und wenn du in 50% der Nutzung des Reifens in Schräglage 60% Beschleunigung dazu gibst, bist du bei 110% und dann sagt der Reifen halt einfach mal Ciao Bella, auf das habe ich keinen Bock, das sind 10% zu viel, habe ich relativ wenig Lust drauf. Verweise ich auf das andere Video, muss man schon ein bisschen kennen, gehe jetzt den Campschen Kreis nicht nochmal speziell ein. Fakt ist, man hat den Reifen auf jeden Fall mit seinen 100%, die er möglich hat, mehr hat er nun mal nicht, überfahren. So, und es ist natürlich so, dass zum einen der Reifen überfahren worden ist, aber beim Highsider ist halt noch, das kommt halt dazu, dass der Reifen halt aus irgendeinem Grund dann auf einmal abrupt wieder eine Art Grip findet. Also sprich, der Reifen kommt wieder zurück da, wo er eigentlich ursprünglich war an der Linie und das meistens sehr, sehr schnell. Das kann zum einen die Ursache sein, dass mir die Traktionskontrolle zu schnell, zu abrupt eingeregelt hat, aber das kann auch sein, dass ich zum Beispiel als Fahrer natürlich erschrocken bin und aus Schreck das Gas geschlossen habe und somit kommt das Heck, der Hinterreifen, das Hinterrad so schnell irrsinnig mit Grip wieder zurück und dann explodiert das Ganze und man geht ab und oder hat vielleicht Glück und es fängt man fängt es noch ab. Jetzt muss man ein bisschen verstehen, was passiert denn eigentlich mit dem Motorrad in dieser Phase. Ich habe mich mit der Motorradphysik, mit dem Fahrwerk, mit dem Fahrerischen auf der Rennstrecke, am Limit und in sämtlichen Bereichen mittlerweile so viel beschäftigt und ich verbringe oft Tage damit, mein Data Recording von meinem Motorrad zu lesen, um zu erkennen, was passiert hier überhaupt. Und ich hatte vor kurzem erst so einen Fast-Highsider. Ne? Du kennst es, wenn du so aus der Kurve raus beschleunigst und dann macht es kurz und du siehst einmal das Bike von oben und hast gerade noch irgendwie mit allen Vieren es geschafft, diesen Highsider abzufangen und du denkst in dem Moment, Glück gehabt, ne? Also wer kennt es nicht, schreib es in die Kommentare, wer es nicht kennt oder schreib es in die Kommentare, erzähl mal deine Erfahrung mit so einem Fast-Highsider, wie dir danach die Pumpe ging und du warst so froh, dass wahrscheinlich nichts passiert, also mir geht es so, ich bin dann so froh, dass nichts passiert ist. Und ich hatte so einen Highsider, ich habe ihn leider, also so einen Fast-Highsider, ich hatte ihn leider nicht auf Video, aber ich habe die Daten vom Data Recording, ich habe das studiert stundenlang, um für euch zu analysieren, was passiert eigentlich mit dem Bike, wenn so ein Fast-Highsider oder Highsider passiert. Was passiert mit dem Motorrad? Und zum einen habe ich jetzt hier mal eine Tabelle, das will ich euch ganz einfach erklären. Ich habe hier zwei Farben, in dem Fall, das ist hier gelb und weiß und das Gelbe und das Weiße, das sind jetzt die Raddrehzahlen. Zumal das Gelbe ist das Hinterrad und das Weiße ist das Vorderrad. Und ihr seht schon, das Hinterrad hat hier ein paar so Ausschläge und es ist immer tendenziell höher. Das liegt einfach daran, dass das Hinterrad immer
ein Schlupfrad, sprich in Schräglage ein Schlupfrad, beim Beschleunigen ein Schlupfrad, das Hinterrad ist immer um ein paar kmhchen quasi schneller als das Vorderrad. Das ist vollkommen normal, das ist bei jedem Motorrad so. So, aber was hier passiert ist, wenn ich in einer noch zu starken Schräglage natürlich zu viel Leistung haben möchte, und ihr seht jetzt hier unten, da ist jetzt diese blaue Linie, das ist das, was ich, also was der Matthias an Gas fordert von dem Motorrad, und das andere dabei, das andere Weiße bei dem Blauen, das ist das, was das Motorrad mir sagt, freizugeben. Also ich möchte, sage ich mal, 100% Drosselgabe, und das Motorrad sagt aber, Kollege, ich gebe dir 80, weil mein Hinterrad ist eh schon viel schneller als das Vorderrad, und es ist tendiert dazu, noch schneller zu werden. Und deswegen gebe ich dir hier nur 80% Drosselklappe. So, und jetzt haben wir hier oben noch zwei so kuriose Linien. Ich will es euch nicht zu kompliziert erklären, aber das ist auf jeden Fall, das ist eine blaue Linie, das ist das hintere Federbein. Sprich, der Federweg von ganz ausgefedert zu ganz eingefedert. Das sind maximal 50 mm hat dieses Federbein und Federweg. Also 0 ist ganz ausgefedert, 50 ist komplett eingefedert. Und was man jetzt hier sehen kann, sobald dieser Reifen, also die gelbe Linie, der Hinterreifen, extrem anfängt zu spinnen, also sprich extrem viel Raddrehzahl bekommt, federt das Motorrad aus. Also da ist dann kein Gewicht mehr drauf, das Motorrad federt aus, weiß zur Seite wegrutscht, und dann fängt die Traktionskontrolle an einzuregeln und nimmt einem diese Leistung, die man gibt, weg und macht so einen kleinen Haken hier in der weißen Linie, sieht man das, dass die eben mir die Leistung wegnimmt, und dann fängt der Reifen an, wieder langsamer zu drehen. Dann geht diese gelbe Spitze von dem Reifen geht wieder runter, und jetzt kommt das Problem, weil jetzt fängt schlagartig dieses Federbein an, vom fast kompletten ausgefederten Zustand in den fast kompletten eingefederten Zustand zu wandern, und die Feder komprimiert sich mit irrsinniger Kraft. Das ist unglaublich, das ist eine 100 Kilo Feder, sprich, das ist eine richtig straffe Feder, und die macht hier einmal kompletten Einfederweg innerhalb von einer kürzesten Zeit, innerhalb von einer halben Sekunde federt diese Feder komplett ein. Das ist abartig, was da für Kräfte herrschen. So, und jetzt kommt natürlich das große Problem, weil jetzt jetzt wird's halt richtig gefährlich, ne? Weil jetzt will diese Feder in ihren Ursprung zurück, und das mit einer irrsinnigen Gewalt. Und wenn so eine Feder komplett zusammengepresst ist und du würdest die jetzt einfach auslassen, dann würde die dreimal durch die Decke springen. Sondern jetzt kommt dein Federbein, der Dämpfer, der natürlich das in der Zugstufe langsam machen soll und die langsam ausfedern soll, was er bei der Kraft natürlich nicht immer schafft. Und jetzt kommt das Ganze los. Und jetzt ist es wie ein Katapult, das dich halt im Endeffekt aus dem Sattel heben, und dann sieht man dieses typische Highsider-Ding, wenn die Leute mit dem Arsch hochfliegen und mit den Füßen hoch und gerade noch baumeln, weil diese Feder explodiert. Die Feder will auseinander. Und je nachdem, wie stark diese Art von Rutscher, Highsider etc. ist, umso schlimmer oder weniger kann es natürlich auch sein. Das heißt, wenn der Rutscher stärker ist und viel mehr Energie abgefangen wird, dann muss die Energie irgendwo hin und die ladet sich in der Feder auf. Und wenn der Rutscher nicht so stark ist, dann hast du weniger Energie. In dem Fall, in meinem Fall, war das schon ganz ordentlich. Und man sieht es auch, das Federbein hat mehrmals hintereinander ein- und ausgefedert, so richtig so wow, wow, wow. Und ich habe mich gerade noch mit den Händen am Lenker irgendwie festhalten können. Und das ist das, was hier mit dem Motorrad passiert. So, jetzt kommen wir natürlich zu den Dingen, um das Ganze ein bisschen zu vermeiden oder vielleicht zumindest in dem Fall zu safen, so das typische Safe des Highsiders. Viele von euch haben das bestimmt schon zufällig geschafft, aber man weiß eigentlich gar nicht so, was habe ich denn eigentlich in dieser Bruchteil einer Sekunde gemacht. Ich weiß nur, ich habe es irgendwie gerettet, aber das war so richtig knapp. Also das Gefühl, glaube ich, kennt absolut jeder. Ich kenne es auch, und ich habe es analysiert im Data Recording, und ich weiß auch, was ich gemacht habe im Nachhinein, weil ich es im Data Recording sehe. In dem Moment ging das so schnell, ich wusste nicht, was ich gemacht habe. Aber ich denke, wenn man es ein bisschen weiß, kann man es vielleicht auch in Zukunft ein bisschen bewusster machen. Um das geht's. Wir wollen was bewusst machen, um es besser zu machen, um es zu trainieren. Als allererstes muss ich auf die Körperhaltung verweisen, gehen wir jetzt hier nicht ein, aber Körperhaltung ist hier extrem wichtig. Wenn ich natürlich schlampig im Sattel drin setze, dann habe ich weniger Chancen, einen Highsider abzufangen. Deswegen gehe ich da speziell ein bisschen auf die Körperhaltung ein. Video
Unten in der Beschreibung habe ich schon vor ewiger Zeit ein Video gemacht. Zum anderen gibt es noch ein zweites Video von mir, was extrem verweist auf diese Rastenbetätigung. Man muss mehr oder weniger schauen, dass der Arsch in der Luft ist, damit eben viel Kraft in den Fußrasten drin ist, dass diese extreme Energieabladung, die im Federbein herrscht, so wenig wie möglich auf meinen Oberkörper übertragen werden. Und ich versuche mit meinem Kniewinkel das Ganze ein bisschen zu kompensieren, dass das Motorrad unter mir bewegt. Also in dem Fall versuchen wirklich aufzustehen, macht man eigentlich schon ein bisschen reflexartig und das Motorrad unter einem arbeiten lassen, damit das Motorrad nicht noch diese 70, 80, 90 Kilo von einem noch im Sattel quasi hin und her tragen muss bei der Energieabbau. Da kann man ein bisschen quasi dem Ganzen entgegenwirken. Da gibt es ein extra Video dazu, verlinke ich unten in der Beschreibung. So, jetzt ist natürlich die Frage, was denkst du, was passiert mit deinem Gas? Ne? Wie lange brauchst du, um zu erkennen, dass, also vor dem Zeitpunkt, wo der Rutscher quasi anfängt, bis zu dem Zeitpunkt, wo du merkst, scheiße, ich habe einen Rutscher, ich muss hier irgendwas ändern, ich muss hier irgendwas machen. Und es ist echt total interessant, was denkst du, wie lang, wie viele Zehntelsekunden oder Sekunden das dauert zu erkennen, schreib's mal in die Kommentare, wir haben es hier im Data Recording, sehen wir es ganz gut, schreib's mal rein. Laut dem Data Recording braucht es eine Sekunde, wo das Hinterrad extrem anfängt zu spinnen und das Motorrad quasi anfängt zu rutschen, bis ich das Gas nicht mehr voll aufmache. Ne? Also da, es hat eine Sekunde gedauert, bis ich reagiert habe. Aber man sieht ganz deutlich, dass die Traktionskontrolle schneller war. Viel schneller. Und das ist auch der Grund, warum die Traktionskontrolle natürlich viel Highsider-Gefahr verhindert hat in der letzten Vergangenheit und auch in der Zukunft verhindern wird. Und umso sauberer die Traktionskontrollen arbeiten, desto weniger schlimm sind diese Haftungsabrisse und diese wieder Grip finden, damit so eben nicht so viel Energie in das Federbein kommt, was wir hier gesehen haben. Das muss so soft wie möglich sein und die Elektroniken, die werden immer besser und das ist hier auch schon sehr gut. Sprich, ich habe zwar reagiert, aber eigentlich zu spät und da kommen wir auch zu dem nächsten Tipp, der eigentlich der wichtigste ist, ne, zu der Traktionskontrolle. Ich weiß nicht, in dem Fall hätte ich es gestanden, wenn ich nicht reagiert hätte. In dem Fall habe ich reagiert, man sieht's. Ich habe den Wheelspin, und das ist das Entscheidende, ich habe den Wheelspin wieder verringert. Und zwar zusätzlich zu der regelnden Elektronik habe ich das Gas zu 45% geschlossen. Das heißt, es war dann nur noch 55% offen. Und da ist eben der Punkt, bitte auf keinen Fall das Gas abrupt komplett zumachen. Das ist lebensgefährlich. Dann kommt ein nächster Energieschub ins Federbein. Und wenn du schon dabei bist, den ersten Energieschub zu verarbeiten und du dann mit Gas schließen noch einen zweiten Energieschub machst, dann wirst du definitiv aus dem Sattel gehoben. Von dem her, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Und das habe ich auch erst im Nachhinein gesehen, wie ich die Daten anschaue, dass ich das Gas quasi hier die blaue Linie zu 45% zumache und somit den Wheelspin verringere und dann auch da angelang, was die Elektronik mir quasi freigibt. Ne? Und das ist eigentlich der Schlüssel zu dem Erfolg. Also nicht so erschrecken, dass du komplett auslässt, sondern leichtes Gas ein bisschen weiter zumachen wieder und versuchen, eine Ruhe in das Motorrad zu bringen. Und das ist der Schlüssel dafür, dass man vielleicht diesen Fast-Highsider oder den Highsider dementsprechend safen kann. So, das war mal ein kleiner Einblick in das Ganze, was passiert im Motorrad, was kann ich dagegen machen, wie kommt es überhaupt. Ich denke, wenn man das Ganze sich mal ein bisschen bewusst vornimmt und ein bisschen so im Kopf versteht, was mit dem Motorrad hier in dem Moment passiert und wie ich die vor allem drei Faktoren, Körperhaltung, druckende Rasten und eben das Gas, langsam schließe und nicht abrupt schließe, um diese Energieladung zu verringern, dann kann man die zukünftigen Fast-Highsider oder Highsider mit einem gewissen Prozentsatz verringern. Das ist nicht die, ich werde bestimmt damit nicht alle Highsider vermeiden, die es auf dieser Welt geben wird, aber wenn ich 10 Highsider vermeide, dann habe ich einen guten Teil dazu beigetragen. Deswegen gebt mir gern einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniert auch gern den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Es nimmt auf. Späten Nachmittag. Ein bisschen schläfrig. Eine der wohl Eine der wohl
eine der wohl schmerzhaftesten Sturzursachen mit dem Motorrad auf der Rennstrecke oder auf der Straße. Ist eigentlich relativ egal. Warum passiert denn...